Hi, heute erzähle ich dir mal ein bisschen was über die Popolini Two-Size Windel und auch über die Poporap von Popolini. Das sind wirklich Windeln und Überhosen, die ich echt unterschätzt finde. Und dabei sind die so toll. Also ich finde diese Two-Size Windel, die finde ich einfach ganz wunderbar. Ich finde diejenigen, die jetzt sagen, okay, die ist so dick, das ist eine super Windel für die Nacht. Also von welcher Windel rede ich da? Die Two-Size-Windel von Popolini ist eine Höschenwindel und die gibt es in drei Größen. Da gibt es einmal die Größe S und die deckt so diesen Bereich ungefähr 3 bis 7, ja, bis fast, nee, die deckt, also die Größe S der Two-Size, die deckt den Bereich 3 bis 10 Kilogramm ab. So, ich habe jetzt hier die Organic-Version, also aus der Bio-Baumwolle und du siehst schon hier, hier ist also wirklich ein guter Saugkern mit eingearbeitet. Das ist eine Windel, die wird seitlich geschlossen mit den Druckknöpfen. Die hat hinten einen sehr schönen Gummizug, finde ich. Vorne am Bauch aber auch. Und dann eben hier diese sogenannten Beinrüschen. Ich weiß, dass das viele von euch nicht mögen, aber es ist, macht einfach einen guten Sitz. Und vor allen Dingen ist das auch nochmal so ein ganz guter Auslaufschutz. So. Diese Windel hier, die lässt sich ja jetzt wirklich schon über einen langen Zeitraum verwenden. Also 3 bis 10 Kilo sind schon einige Monate. Und du siehst, die hat hier an der Seite diese Druckknöpfe, die sich eben mehrfach verstellen lassen. Oben sind es 2 Knöpfe und dann unten sind es 3. Das heißt, du kannst die Windel auch so ein bisschen schräg dann knöpfen, je nachdem, wie halt der Bauch Umfang und der Oberschenkelumfang deines Babys sich ändert. Das musst du dann immer individuell einfach anpassen. Ich mache die jetzt mal komplett auf, damit du sehen kannst, wie sie innen drin ist. Innen drin ist sie nicht viel anders als außen. Da ist auch keine extra Saugeinlage jetzt mit dabei. Wenn du mehr Saugkraft möchtest, dann nimmst du eine lose Saugeinlage und legst diese einfach oben drauf. Oder du legst eine Hanfeinlage zum Beispiel hier zwischen die Saugwindel und die Überhose. Aber es ist wirklich schon an sich eine recht dicke Windel und hat einen gut dicken Saugkern. So, jetzt 10 Kilo geht die Größe S und danach kommt eben dann eine zweite Größe, das ist die L. Es gibt keine M, also man kann sagen, es ist SM oder ML. Und die geht dann von 8 bis 15 Kilogramm. Das ist die Größe L. Die ist dann also wirklich schon wesentlich größer. Das kannst du erkennen. Und schließlich gibt es auch noch eine XL-Größe. Die beginnt ab ungefähr 14 Kilogramm. Ja, da steht jetzt keine Begrenzung, bis wohin geht. Das kann ich dir jetzt ganz schlecht sagen. Aber auch sie hat eben hier diese mehrfach verstellbaren Druckknöpfe an der Seite. Und das ist eine Windel. Wenn du jetzt also ein Kleinkind hast, das tagsüber schon trocken ist, aber nachts noch nicht, dann würde ich dir echt empfehlen, kauf noch mal ein paar von diesen Höschen, von den Two-Size-Höschenwindeln und dann hast du eine tolle Nachtwindel. Du brauchst ja jetzt nicht so wahnsinnig viele davon, aber wenn du vielleicht 5 Stück davon hast, dann hast du immer genug, eben einmal für die Nacht und dann zum Waschen, Trocknen und ja, tolle Nachtwindel und man könnte das schon fast als Pull-Up-Hose verwenden, rauf, runterziehen. Ich habe im Shop nur die Organic-Version, die finde ich einfach am schönsten. Es gibt noch eine andere Version, das ist Baumwolle mit einem Polyesteranteil auch mit drin oder aber ich glaube, es gibt noch eine Tencel oder Bambus. So. Alle haben aber die Eigenschaft, es ist eine Frottee-Windel. Und das ist ja gerade ganz besonders klasse bei den Muttermilchstuhlkindern oder die eben die Pränahrung bekommen. Da ist der Stuhlgang ja doch sehr, sehr weich und da ist Frottee ja immer gut, denn da verfestigt sich ja der weiche Stuhlgang dann auch etwas. Außerdem saugt Frottee einfach super auf. Das sind ja lauter Schlingen, ganz viele kleine Schlingen auf einem kleinen Bereich, also viel, viel Platz, dass eben hier Pipi aufgesaugt wird. Ja, und dann zeige ich eben euch noch die Poporap. Das ist auch ein Klassiker bei den Popolini-Windeln, die Überhose. Und die wird von vielen total unterschätzt einfach. Und das finde ich so schade. Die haben irgendwie so ein angestaubtes Image. Das kann ich irgendwie gar nicht verstehen. Das ist echt eine Überhose aus einem
Pullstoff, der wirklich sehr stabil und dauerhaft ist. Also ich weiß nicht, wer schon mal eine Reklamation mit einer Popolini-Überhose hatte. Das sind die aller wenigsten. Und das liegt jetzt nicht daran, dass die nur wenig Leute kaufen. Also die sind super populär, auch außerhalb von Deutschland. Das muss man mal so sehen. Also Popolini ist weltweit auch eine Stoffwindelmarke, die wirklich bekannt ist. Und die haben auch vor einiger Zeit eben hier zum Beispiel den Klettverschluss überarbeitet. Der war lange Zeit wirklich störrisch, ja, stimmt. Aber die haben jetzt den Klett halt verändert. Da ist hier der Verschließklett sozusagen. Das sind nur noch kleine Klettstückchen. Und hier oben drauf auf dem Bauch ist das weiche Flauschband. So, jetzt zeige ich dir auch mal hier noch eins von den neuen Mustern zum Beispiel. Die machen nämlich jetzt auch lauter neue schöne Muster bei Popolini. Das ist jetzt Bike Life. Ich finde das total süß. Und jetzt klappe ich die nochmal auf. Dann siehst du, sie haben hier auch ein doppeltes Beinbündchen. Ich weiß, es gibt Leute, die mögen keine doppelten Beinbündchen. Ich war immer ein Fan davon. Ich fand das immer gut. Und vor allen Dingen, du kriegst halt wirklich viel an Stoff darunter gepackt. Und bei vielen Kindern sitzen die doppelten Beinbündchen auch besser. Gut, es gibt andere, da sitzen die schmal besser. Muss man ausprobieren. Kann auch mal eine Phase einfach sein, je nachdem, welche Statur dein Kind gerade hat. Okay, also Klettverschluss, Pullstoff, doppelte Beinbündchen und jetzt innen drin, das interessiert ja viele, hat sie eine Lasche? Sie hat eine, aber hier wird nichts reingeschoben. Diese Lasche dient dazu, dass hier die Naht vom Klett geschützt wird, damit sich jetzt hier keine Nässe nach außen zieht. Also, das ist nur ein Schutz, ein doppelter Schutz. Und die ist jetzt nicht dafür gedacht, dass du hier Prefolds hineinsteckst. Wenn du die Popo Wrap mit einer Prefolds benutzt, dann musst du die Prefold rund um das Kind wickeln und mit einem Snappy irgendwie sichern. Und ansonsten ist das wirklich eine ganz tolle Überhose auch für Höschenwindeln dann eben. Oder eben auch für Mullwindeln oder Bindewindeln, ja. Und die gibt es auch in verschiedenen Größen. Die fängt an bei der XS-Größe. Die geht dann so von ab 2,5 Kilo bis ungefähr 4 Kilo. Dann gibt es S, M, L und es gibt auch eine XL. Die ist auch ab 14 Kilo dann gedacht. Und die fallen alle natürlich ziemlich groß aus, weil Popolini ja doch eine ganze Reihe an Stoffwindeln hat, die in dem Eingrößensegment sind. Und die sehr, sehr dick sind. Also die Popolini, die Ultrafit, die One Size. Das sind alles recht dicke, voluminös geschnittene Windeln. Also braucht man auch eine Überhose, in die viel reinpasst. Wenn du jetzt also Windeln hast, die extrem schmal und dünn sind. Oder du eben mit Prefold wickelst. Und wenn du ein schmales Windelpaket hast, dann nimm im Zweifelsfall bei der Überhose von Popolini eine Nummer kleiner. Ja, damit das eben nicht zu groß ist. Dann sonst hast du da zu viel Luft da drin, dann verrutscht da was. Das ist auch nicht gut. Aber ich finde, das ist eine echt schöne, gute Überhose. Und die sind einfach nur unterschätzt worden. Finde ich schade, finde ich wirklich schade. Vor allem jetzt, wo sie eben auch so viel ändern. Die Muster ändern sich, die Verpackungen ändern sich. Also ich habe es gerade schon gezeigt. Die werden ja jetzt hier auf diesen Kartons dann auch aufgezogen. Also je nachdem, was eben gerade noch erhältlich ist. Manche sind noch in den Tüten und die neuen Exemplare, die sind dann auf den Kartonaufhängern schon drauf. Okay, das war's. Popolini Two Size und Popolini Popo Wrap. Bis dann. Tschüss.